Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen hier im oberen Schlosshof des Bad Homburger Schlosses. Hinter mir sehen Sie die sogenannte romanische Halle aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die hier vom Architekten Louis Jacobi gebaut worden ist. Gebaut wurde sie für Kaiser Wilhelm II., der hierfür original romanische Kapitelle geschenkt bekommen hat. Und diese Kapitelle wurden hier in dieser Halle, in dieser neoromanischen Halle, als sogenannte Spolien wiederverwendet und eingebaut. Zur Architektur der romanischen Halle gehört auch die ganze Gestaltung der Umgebung. Das beginnt eben mit einer Rampe, die es früher hier gab, die aus dem Park herauskommt. Davon hören wir später mehr, auch zum Park. Und diese Wegebeziehung geht eben weiter, dass man durch diese romanische Halle geht. Und dort gab es in der Wand eine Tür und eine Treppe, die in der Wand oben auf die Terrasse führte. Und diese Terrasse schauen wir uns jetzt auch an. Jetzt herzlich willkommen auf der Terrasse hier oben der romanischen Halle. Ein Ort, den man sonst eben nicht sehen kann. Und diese Terrasse konnte man eben auch erreichen über eine verborgene Treppe, die hier in der Rückwand der romanischen Halle war. Für diese Terrasse gab es auch eine spezielle Ausstattung. Man muss sich vorstellen, hier standen Korbsessel, weiße Korbsessel, die römischen Steinsesseln nachempfunden waren. Römischen Steinsesseln, die man in Trier und Köln gefunden hatte. Und auf diesen weißen Korbsesseln waren rote Kissen mit gelben Streifen drauf, sodass man hier bequem sitzen konnte und den Blick in den Taunus genießen. Nicht umsonst hat man sich diesen Platz hier oben zum Ausruhen, zum Genießen ausgesucht. Denn von hier aus hat man dann den Blick einmal hinaus auf den Taunus, aber auch in die erste nähere Gartenlandschaft. Und hier sieht man dann den Weg, der hinausführt einmal bis in den herrschaftlichen Obstgarten. Vorher macht er aber einen Stopp und führt in den Inselgarten, dort, wo die Herrschaften sich gerne verlustierten. So, hier befinden wir uns nun schon unterhalb der Rampeanlage. Diese Rampeanlage sorgte dafür, dass die Herrschaften von der Terrasse des oberen Schlosshofes einen direkten Zugang in den unteren Schlossgarten hatten. Und dieser Weg führte entlang der Mauer, fast in Serpentin, langsam diesen Burghang hinunter und brachte die Herrschaften dann in den Inselgarten. Und das ist nun die neue Verlängerung des Augustapfads, der Weg, der aber eigentlich von Victoria angelegt wurde, denn hier ging es geschwungenermaßen langsam Richtung Tenniswiese und man muss sich vorstellen, direkt hier, wo die Wege sich kreuzen und auseinandergehen, war ursprünglich die Tenniswiese für 2 Jahre, wo Victoria dem Sport nachging. Und wie immer bei den Wiederherstellungsmaßnahmen bei uns im Schlosspark erkennen wir am Ende auf einmal diesen Zusammenhang, wie auch hier. Diesen Weg, den wir neu angelegt haben, er führt sich geradezu oben in den Augustapfad hinein, ohne dass man das Gefühl hat, hier ist irgendwas Neues entstanden. Nein, es wirkt alles sehr organisch und so, als hätte es eigentlich nur darauf gewartet, endlich wiederhergestellt zu werden.